Der Prolog von Oryk vom 12. August. Gedenken. Die heiligen Märtyrer Anicetos und Photios. Kaiser Diokletian besuchte einmal die Stadt Nikomedia in der bösartigen Absicht, die Christen dort völlig zu vernichten. Doch als er begann, die Christen erbarmungslos zu martern, bekannte der heilige Anicetos, einer der hochrangigen Beamten der Stadt, mutig vor dem Kaiser seinen Glauben an Christos, den Herrn, der um unsere Erlösung willen Fleisch angenommen hatte. Zugleich ächtete er die Götzenstatuen als taube und stumme Steine, deren Anbetung für einen vernunftbegabten Menschen unwürdig sei. Der Kaiser befahl, seine Zunge herauszuzeigen, doch Anicetos sprach durch Gottes Kraft weiter. Dann ließen sie einen Löwen gegen ihn los, doch der Löwe umschwänzelte ihn nur. In diesem Augenblick stürzte der Herkules-Tempel ein. Photios, ein Verwandter des Anicetos, der dieses Wunder sah, küsste ihn, bekannte sich als Christ und schrie den Kaiser an. »Du Götzendiener, schäme dich, deine Götter sind nichts!« Der Kaiser befahl, ihn sofort zu enthaupten. Doch der Henker, der seine Hand gegen den heiligen Photios erhob, schlug sich selbst mit dem Schwert und starb. Nach langwierigen Martern wurden Anicetos und Photios ins Gefängnis geworfen, wo sie 3 Jahre lang blieben. Dann wurden sie herausgeholt, ein Feuer wurde in einem riesigen Ofen entzündet und man warf sie ins Feuer. Viele andere Christen, Männer, Frauen und Kinder folgten ihnen freiwillig ins Feuer. Aus dem Feuer hörte man das Gebet der Christen, die Gott für ihren Märtyrertod priesen. Sie alle erlitten das Martyrium im Jahr 305. Die Heiligen Anicetos und Photios werden in den Gebeten zur Ölsalbung und zur Wasserweihe angerufen. Der heilige Märtyrer Alexander, Bischof von Comana. Alexander lebte als einfacher Köhler in Comana bei Neo-Caesarea. Als der Bischof von Comana starb, war der heilige Gregor der Wundertäter und Bischof von Neo-Caesarea gedenken am 17. November beim Konzil zur Wahl eines neuen Bischofs anwesend. Sowohl Kleriker als auch Laien waren beim Konzil anwesend, doch man konnte sich bei der Wahl nicht auf eine Person einigen. Bei der Einschätzung der Kandidaten achteten alle vor allem auf Äußerliches, äußere Würde und Verhalten. Der heilige Gregor sagte dann, dass sie nicht so sehr auf die äußeren Eigenschaften achten sollten, als auf den Geist und die geistige Kapazität. Da riefen einige Spötter: »Dann lasst uns doch Alexander, den Köhler, zu einem Bischof wählen.« Allgemeines Gelächter war die Reaktion. Der heilige Gregor fragte: »Wo ist dieser Alexander?« Er dachte, dass sein Name nicht ohne Gottes Vorsehung auf dem Konzil erwähnt wurde und gab die Anweisung, Alexander vor das Konzil zu bringen. Als Köhler war er völlig schmutzig und in Lumpen. Sein Erscheinen rief auf dem Konzil wiederum Gelächter hervor. Dann nahm Gregor Alexander zur Seite und ließ ihn einen Eid ablegen, dass er die Wahrheit über sich sprach. Alexander sagte, er sei ein griechischer Philosoph gewesen und hätte sich großer Ehre und einer hohen Stellung erfreut. Doch er habe dies alles zurückgewiesen, sich gedemütigt und sich zu einem Narren um Christi willen gemacht, als er die Heilige Schrift gelesen und verstanden hatte. Gregor ordnete an, Alexander zu baden und in neue Gewänder einzukleiden. Und mit ihm trat er erneut vor das Konzil und begann, Alexander in der Heiligen Schrift zu prüfen. Alle waren erstaunt über Alexanders Weisheit und gnadenvolle Worte und konnten in diesem speisen Mann kaum den früheren stillen Köhler wiedererkennen. Alexander wurde einstimmig zum Bischof gewählt. Durch seine Heiligkeit, Weisheit und Güte erlangte er die Liebe seiner Herde. Alexander fand den Märtyrertod um Christi willen unter Kaiser Diokletian. Lobeshymne. Der heilige Alexander, Bischof von Comana. Die Menschen blicken auf Kleidung und Gesicht, doch Gott schaut auf die Seele und das Herz. Der ruhmreiche Alexander war ein Köhler, und der Leib des Köhlers ist geschwärzt, von Ruß den Wasser abwischt. Im Sünder ist das Herz geschwärzt und nur das Feuer des Glaubens und der Schrei der Reue können es reinigen. Es ist leichter, die Haut eines Köhlers zu reinigen,
als das geschwärzte Herz eines Sünders. Alexander demütig, in einer Höhle verborgen, als verborgene Flamme der leichtgläubigen Welt ein Gelächter. Die Welt sah es nicht, Gregor aber sah, mit seinem scharfen Geist hellsichtig den Köhler und fand in ihm einen Heiligen. In der dunklen Höhle eine wundervolle Flamme, unter der Maske der Verrücktheit große Weisheit, unter dem schmutzigen Ruß ein reines Herz, eine königliche Seele in zerfallenen Lumpen. Dass das Licht verborgen bleibt, lässt der Herr nicht zu. Zur rechten Zeit offenbart er das Licht, zum Nutzen und zur Rettung der Menschen. Alles ist wundervoll, was Gott fügt. Betrachtung. Lernt, bescheidene und einfache Menschen zu achten. Auf Erden sind sie die Größten und auch im Reich des Himmels sind sie die Größten. Sie haben keinen Stolz, diese grundlegende Torheit, unter der die Reichen und Mächtigen dieser Welt leiden. Oft führen sie ihre Augenaufgabe auf Erden vollkommen aus und es käme ihnen seltsam vor, wenn sie irgendjemand dafür preisen würde. Während die Großen der Erde Anerkennung sogar für ihre letzten Taten suchen, die sie überdies häufig nur unvollkommen vollbringen. Der heilige Alexander war ein bedeutender Philosoph, doch er verließ alles, versteckte sich vor der hohen Gesellschaft und irdischen Ruhm und tat sich mit den Niedrigsten und Einfachsten als Köhler unter Köhlern zusammen. Anstelle seiner früheren Bedeutsamkeit und Ehre erduldete er es freudig, dass Kinder hinter ihm herliefen und über seinem Ruß und seinen Lumpen lachten. Er war nicht der Einzige, der es wählte, mit den Niedrigen und Einfachen zu leben. Viele Könige und Fürsten, welche die Süße des christlichen Glaubens kennenlernten, nahmen ihre Kronen ab und flohen vor der Eitelkeit der adligen Geburt zu einem einfachen Menschen. Hat sich nicht der König der Könige, unser Herr Jesus Christus, unter Hirten und Fischern offenbart? Der heilige Zeno gibt den Rat: Suche dir keinen berühmten Ort, um dort zu leben. Noch verbinde dich mit Menschen, die große Namen tragen. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über die wundersame Vorsehung Gottes, als Saul zum König gewählt wurde. 1. Samuel 9. Wie Saul aufbrach, die verlorenen Eselinnen zu suchen. Wie Samuel, dem Gott offenbarte, dass Saul Israels König werden sollte, Saul traf. Wie Gottes Vorsehung die Menschen leitet und ihnen zuweilen schickt, was sie nicht vorausgesehen haben. Homilie über die furchterregende Vision des Propheten Jesaja. Ich sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Jesaja 6, Vers 1. Hier ist die Vision der Visionen. Hier ist die Herrlichkeit der Herrlichkeiten und die Majestät der Majestäten. Gott hat allen Menschen große Gnade erwiesen, indem er ihnen das sternenübersäte Firmament, das Werk seiner Hände, zu sehen gab. Er erwies noch größere Gnade denjenigen, welchen er die beständige und wundervolle Welt der Engel zu sehen gab. Doch er zeigte seine größte Gnade einer kleinen Zahl seiner Auserwählten, denen er sich selbst, den Herrn Zabaoth, zu sehen gab, den einen ungeschaffenen Schöpfer beider Welten. Wie können Sterbliche den unsterblichen Gott sehen? Sprach nicht Gott selbst zu Moses: Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben? Exodus 33, Vers 20. Und sagt nicht das Evangelium: Keiner hat Gott je gesehen? Johannes 1, Vers 18. Wahrlich, kein Sterblicher kann das Angesicht Gottes sehen, das heißt Gottes Wesen. Doch gemäß seiner Herablassung und grenzenlosen Güte und Macht kann Gott den Menschen etwas von seiner Gegenwart in irgendeiner Form offenbaren. Er offenbarte sich auf diese Weise von Moses, Elias, Daniel und Johannes, den Theologen. Nicht in seinem Wesen, sondern in einer bestimmten Gestalt. Jesaja sah ihn auf einem Thron hoch und erhaben, wie der allheilige Richter hoch über allen anderen Richtern und allem irdischen Gericht steht. Die sechs flügeligen Seraphim umstanden ihn und riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Es ist daher nicht der Herr selbst in seinem Wesen, sondern der König
in seinem unsichtbaren Reich, umgeben von den höchsten Wesen, die durch seine Macht geschaffen wurden. Ihn umstanden die größten Gestalten der himmlischen Hierarchie, die Herrführer seiner unzählbaren und unsterblichen Scharen, die hellsten Leuchten seines Lichts und seines unerträglichen Strahlenglanzes. Dies ist die wundervolle Vision des Jesaja, des Sohnes des Amos, des Propheten Gottes. O heiliger, heiliger, heiliger Herr, erbarme dich unser und rette uns, unreine Sünder. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.